Guten Morgen und Bonjour zur Etappe 7 auf der Via Gebenensis von Saint-Genis nach Saint-Andras. Circa 19 Kilometer bei gemäßigtem Streckenprofil. Im Büchlein stand drin, die großen Berge haben wir jetzt erst einmal hinter uns. Es bleibt dennoch hügelig und anspruchsvoll. Aber wie gesagt, das schreckt uns nicht und dennoch sind wir heute wieder eine Stunde eher los. Der Grund liegt einfach in dieser irren Hitze, die so langsam zum Problem hier wird. Das sollte man jetzt echt einplanen. Ja, ansonsten haben wir beim Verlassen des Ortes mitten auf der großen Brücke die Departementsgrenze überschritten. Wir haben das Departement Savoie verlassen und befinden uns jetzt im Departement Isère. Ja, was erwartet uns heute? Es wird, sag ich mal, vom Charakter ähnlich. Viel Natur und wenig Sehenswertes, also Sehenswürdigkeiten, sagen wir so, die dich vom Pilgern ablenken werden. Wir wollen kurz vorm Etappenziel in Lisabré nochmal einen kurzen Boxenstopp einlegen. Da ist, oder soll, ich hoffe, soll ein recht großer Supermarkt sein. Und da wollen wir unsere Vorräte nochmal auffüllen. Gut, jetzt sind wir schon auf diesem irre langen Weg entlang des Flüsschens, von dem im Buch geschrieben war, 2,3 Kilometer schnurstracks geradeaus. Da kommt immer Freude auf bei mir. Wer bist du denn? Dich quälen die Fliegen, oder? Die ersten 6 Kilometer sind gelaufen und wir machen unsere erste Pause. Ja, die Sonne drückt schon wieder gewaltig und ja, wir haben uns jetzt vorgenommen, doch öfter mal eine kleine Pause zu machen. Lieber öfter eine kleine als wenig eine große. Gut, hier vorne war ganz witzig, wo wir über die Autobahn sind, da war so ein verfallenes, nicht Schlösschen, eine Burgruine. Die haben wir recht neugierig begutachtet. Dahinter waren älterer Herr, so mit Strohhut und beschnitt gerade seine Brombeeren und als man ihm vorbeikam, hat er uns jedem so eine richtige fette Brombeere angeboten und ein bisschen mit uns gewitzelt, ob wir die Burg kaufen wollen. Wollen wir natürlich nicht. In Saint-Genis hatten wir nun gestern unseren Ruhetag. Ich sprach es ja im Abspann des letzten Films an und wartet mal, ich lasse das Auto nur vorbei. Ja, und haben dort mal gestern schön ausgeschlafen, die ganze Wäsche durchgewaschen und uns mal das Örtchen angeguckt. Danach noch ein bisschen gebadet, also die Akkus sind jetzt wieder ein wenig voller. Ich zeige euch einfach mal ein paar Aufnahmen von gestern. War ein sehr schöner Tag. Wir haben gerade zwei Pilgerinnen kennengelernt, nacheinander. Erst Johanna und jetzt noch Ivona. Die hatten wir gestern schon in Saint-Genis gesehen, als wir relaxed, tiefenentspannt vom Badesee zur Unterkunft liefen. Da kamen die uns aber auch zeitlich versetzt entgegen.
Ivona sah gestern noch ganz sportlich aus, aber Johanna hat die Strapazen des Berges angesehen. Ja, das hatte sie uns jetzt auch erzählt. Sie war jetzt dann fix und fertig mit der Welt nach dem großen Berg von Yen nach Saint-Genis. Hat sich auch unendlich viele Blasen gelaufen, wollte heute eigentlich nach Valencogne, hat aber jetzt festgestellt, das schafft sie heute nicht. Sie will jetzt mal sehen, wie sie in Les Abrets unterkommt. Ja, Johanna kommt aus München, läuft ähnlich wie wir immer in Etappen, hat letztes Jahr die Schweiz gemacht, dieses Jahr die Via Gebenensis und dann vermutlich so weiter. Mit Ivona sind wir jetzt noch nicht so ins Gespräch gekommen. Die hatten wir jetzt eigentlich auch nur kurz gesehen, aber ich denke mal, wir werden uns heute noch über den Weg laufen. Gut, jetzt haben wir schon wieder ein kleines Gipfelchen erklommen und nun geht es erstmal wieder gemütlich ein wenig bergab. Der kriegt gleich wieder vom Hund begrüßt. Sieht cool aus. Der steht nur auf den Hinterbeinen und kläfft mich an. Ja, das war der alte Waschplatz, also der erste. Wir werden heute an zweien vorbeigehen, also jetzt natürlich nur noch an einem. Hatte ich mich heute im Buch gefragt, was ist ein alter Waschplatz? Denkst natürlich als Mensch in der Jetztzeit an eine Autowaschanlage oder irgendwas ähnliches. Nee, es war ein historischer Waschplatz. Da haben früher die Bäuerinnen ihre Wäsche erstmal in diesen etwas grau-schwarzen Wasser eingetaucht und dann auf diesem langen Stein wahrscheinlich gerubbelt, geknetet, gewrungen, was auch immer. Das war noch richtige Handarbeit. Jetzt bin ich den Berg wieder ein bisschen zu schnell hochgesprintet. Da kann ich die Zeit, wo ich auf Julia warte, mal nutzen, um noch ein paar Worte zu unserer gestrigen Unterkunft zu verlieren. Das Château in Saint-Genis. Ja, das war natürlich ein bisschen dick aufgetragen. Wir gönnen uns zwar immer mal auch mal was Gutes, wie letztes Jahr in der Schweiz, das Pax Montana. Aber das gestern war schon so fett, da mussten wir selber lachen. Ich buche schon immer nur die ganz günstigen Zimmer. Und wenn du dann mal so ein Haus hast, landest du meistens im Dach, in der Dachetage des Nebengelasses oder im ehemaligen Schafstall. Aber gestern, das war wirklich im Château drinne. Und um der Sache noch die Krone aufzusetzen, wo wir in unser Zimmer reinkamen, alles hier so richtig im barocken, weinroten Samt gehalten. Also es war schon richtig kitschig. Ja, gut, aber das Problem ist, Julia und ich, wir meiden ein bisschen diese Jeep-Schlafsäle. Das ist nicht so ganz unser Ding. Wenn es sich nicht umgehen lässt, gut, dann ziehen wir da auch ein. Ich tue nebenbei gesagt, auch den Mitschlafen da keinen Gefallen, wenn ich damit einziehe. Das will ich jetzt aber nicht weiter erörtern. Gut, also wenn man sowas vorher bucht, dann merkst du schnell an der Via Gebenensis, dass du nicht viel Auswahl hast. Und dann musst du zur Not eben auch mal mit einem Château leben können. Thank you.
Mittagspause. Wir sitzen hier an so einem Bushäuschen und natürlich wieder typisch für Frankreich ohne Bank. Ja, aber zumindest ein großer Sockel ist hier, sodass man sich doch bequem hinsetzen kann. Eine lustige Sache von gestern Abend. Wir waren gestern Abend Pizza essen und Julchen, die führt mich oder uns ja hier verbal durch Frankreich. Also immer, wenn es was zu klären gibt, halte ich mich so ein bisschen dezent im Hintergrund. Und Julia klärt das. Jetzt durfte aber nicht denken, dass Julia Französisch kann, aber sie kann zumindest doppelt so gut wie ich. Ein bisschen doppelt so gut? Also sie kann ein bisschen doppelt so gut wie ich. Gut, also passt auf, und gestern in dieser Pizzeria dachte ich, jetzt bestellst du mal deine Pizza selber und habe meine Pizza La Savoyard so bestellt, mit dem Ergebnis, dass die Kellnerin nicht gelobt hat, dass ich in einem wunderbaren Akzent meine Pizza bestellt hatte. Ist das nicht ungerecht, wa? Da sage ich mal einen Satz auf Französisch und krieg gleich ein fettes Lob und die arme Julia quält sich hier eine Woche lang einen ab. Vielleicht sollte ich mal das Lob ihr zukommen lassen. Julia, du machst das super bis hierhin. Ja, danke. Das beeindruckt mich schon seit Tagen, diese Unmengen an wild wachsenden Majoran hier am Wegesrand. Die Blüte ist zwar schon am Abklingen, aber er ist immer noch gut zu erkennen. Was man im Garten so mühevoll hegt und pflegt, wächst hier einfach so üppig am Wegesrand. Mann, und ich dachte, du schießt mit dem Fuß. Unterkunft erreicht. Wir sind jetzt hier an unserer Jeep und sind einen Kilometer vom Jakobsweg dazu abgebogen. Die liegt also knapp neben dem Jakobsweg in der Nähe von Saint-Andras. Ja, das Problem ist nur, Check-in ist erst 17 Uhr. Wir haben es jetzt 16.30 Uhr, also ein halbes Stündchen müssen wir noch warten. Ist aber kein Problem. Wir haben hier ein Shuttle-Plätzchen, eine sehr schöne Bank. Das schaffen wir schon. Was ist passiert noch seit Les Après? Die Johanna wollte ja dort für heute Schluss machen. Die war ja noch von gestern arg gezeichnet.
Und die Ivona wusste es noch nicht so richtig. Die hat ein Zelt bei und hat uns signalisiert, dass sie heute eigentlich ganz gern im Zelt schlafen möchte. Gut, in Les Abrets waren wir ja in diesem, wie heißt das Ding, Carrefour? Nee. Ach, Carrefour, sagt man ja, Carrefour. In diesem großen Carrefour-Markt, das Ding war oh, herrlich kühl, wir wollten gar nicht mehr raus. Aber irgendwie sind wir wieder aufgefallen mit unserer Montur, sodass wir beim Bezahlen mal kurz den Rucksack öffnen mussten. Die Kassiererin wollte doch mal einen Blick reinwerfen. Ja, du führst hier ein richtiges Vagabundenleben auf dem Jakobsweg. Aber gut, durfte sie mal reinblicken, sah, dass das Ding randvoll mit Klamotten gefüllt war und dann war sie zufrieden. Der Weg heute war okay, also die Berge, das war kaum erwähnenswert. Die Sonne war, wie ich es ja früh schon sagte, das einzige Problem. Aber gut, die Etappe war nicht so lang, also in der Summe alles in Ordnung. Ich denke mal, hier wird jetzt nichts Spektakuläres mehr passieren, deswegen werde ich die Etappe beenden, es sei denn, es passiert doch noch was. Also, bis morgen!